Heute gibt es Zigarrenbörek 1-1, die erste. Wir begeben uns heute in die türkische Küche und zwar machen wir Zigarrenbörek und dafür brauchen wir wirklich nicht viele Zutaten. Die Basis ist natürlich unser Filo-Teig, das ist so eine Art Strudelteig, der ganz dünn ist und dann füllen wir das heute vegetarisch und zwar mit Spinat, Feta und ganz vielen leckeren anderen Zutaten und wir würden jetzt sogar mit unserer Zwiebel mal wieder starten. Oh, was für eine Überraschung! Also Zwiebel und Knoblauch schneiden und in der Pfanne andünsten. Los geht's! Nachdem ich jetzt hier gleich was umrühren muss, habe ich meinen Kochlöffel jetzt gerade in die Hände bekommen, den mir die Mary geschenkt hat. Ja, mit Summer's Kitchen drauf. Danke, liebe Mary. Und danke, lieber Dominik, weil wem es aufgefallen ist, wir haben eine neue Kamera ausgeliehen bekommen zum Testen. Mal schauen, wie das so läuft. Nanette ist schon sehr begeistert, muss ich sagen. Sagt die ganze Zeit, oh, oh, die Nahaufnahmen, oh, oh. Mach du noch Nahaufnahmen. Ja. Wer braucht schon deine Visage? Hallo? Ah, oh Gott, wunderschön! Als nächstes kommt unser gefrorener Blattspinat mit in die Pfanne. Man darf natürlich auch einen frischen verwenden, aber wir haben Winter und da gibt es keinen frischen, leider. So, den gebe ich jetzt mal mit rein und dann kommt noch ein Schluck Wasser mit dazu, damit es nicht verbrennt. Damit der Blattspinat so richtig schön zerfallen kann, machen wir noch den Deckel drauf, damit es jetzt so richtig schön garen kann. Wir müssen nicht warten, wir können nämlich unsere anderen Zutaten nämlich schon mal herrichten. Und zwar habe ich hier einmal eingelegte Tomaten und die schmecken richtig würzig und richtig lecker und das müssen wir klein schneiden. Wir müssen noch eine kleine Milcheiermischung zusammenrühren, weil damit bestreichen wir unseren Teig und dann füllen wir das Ganze. Also dafür brauchen wir ein Eiweiß. Eigelb nicht wegwerfen, weil das brauchen wir später zum Bepinseln. Und zum Eiweiß kommt jetzt noch unsere Milch und dann verrühren wir das Ganze. Die Hälfte wieder verschüttet. Natürlich, das gehört so. Einmal Deckel auf. So, das müsste jetzt schon einigermaßen aufgetaut sein. Fast. So, das Ganze lassen wir jetzt noch einmal so richtig gut aufkochen. Und wir geben in unsere Mitte Tomatenmark. Das darf so ein bisschen mit anbraten. Und jetzt kommen unsere ganzen Gewürze mit dazu. Also einmal Kumin und Chili. Das mörsern wir einmal. Einmal Gewürz dazu. Und noch ganz klassisch Pfeffer und geräuchertes Paprikapulver. Ja, ich liebe es. Und Salz erstmal nicht, weil wir hauen ja noch unseren Feta mit rein und der ist schon sehr salzig. Die Pfanne habe ich ausgestellt. Jetzt dürfen die restlichen Zutaten dazu, und zwar unsere geschnittenen, eingelegten Tomaten und unser Feta, den wir jetzt einfach nur so reinbröseln werden. Und dann ist es schon fertig, die Füllung. Zack. Kann man jetzt natürlich noch abschmecken, aber ich weiß, dass gut ist. Kaum eingebildet. Wir haben hier unseren schönen Filo-Strudelteig und so weiter. Den gibt es natürlich auch als Dreieck zum Kaufen, haben sie aber nicht gehabt. Deswegen kann man jetzt halt schauen, wie man es möchte. Also man könnte jetzt zum Beispiel das halbieren und dann hat man zwei Börek oder vierteln, dann hat man vier. Also je nachdem, wie viel Teig man um seinen Börek haben möchte, entscheidet man sich jetzt. Also wir machen aus einem Teig zwei Zigarrenbörek, deswegen schneide ich den einfach ganz geschickt in der Mitte durch. Und jetzt wird der hier eingepinselt mit unserer Eiermilchmischung, damit man den halt gut drehen kann, damit es nicht bricht. Und jetzt nehmen wir uns hier so einen guten Esslöffel, würde ich auf jeden Fall nehmen, weil da soll ja auch was rein. So, auf die andere Seite, genau. Und jetzt, ganz simpel, einklappen. Und nach oben aufrollen. Und so schnell haben wir unseren Zigarrenbörek. Den legen wir jetzt aufs Blech, weil das wird nämlich bei uns im Ofen gebacken. Nicht in der Pfanne, weil da verbrennt es mir zu schnell. Also im Ofen ist einfach eine sichere Nummer. Ich habe jetzt hier unser Eigelb. Unser Eigelb. Das gehört uns allen. Sage ich irgendwie immer so, aber es ist halt so. Wer möchte, dass man ein bisschen mehr Eigelb hat, weil man vielleicht mehrere gemacht hat, einfach einen Schluck Wasser mit reingeben. Aber mir reicht es jetzt, glaube ich. Jetzt bestreiche ich die Zigarrenböreks hier einfach ein bisschen mit Eigelb. Dann kommt obendrauf Schwarzkümmel und Sesam. Und das Ganze darf jetzt in den Ofen für so 15, 20 Minuten hinein in den Ofen.
Unsere Zigarrenbörek sind aus dem Ofen, das ging wirklich schnell. Und sie haben so eine richtig schöne braune Farbe bekommen, sind richtig crunchy. Wir wollen sie sofort probieren und zwar zusammen mit einem Joghurt-Dip. Den habe ich einfach mit Salz und Zitronensaft angerührt. Schmeckt perfekt, mehr braucht es gar nicht. Wer noch ein bisschen Minze hat, frische Minze noch mit reinschneiden. Perfekt. Ich schneide ihn einmal an, dass man ein bisschen die Füllung sehen kann. Hier kann man so richtig schön die Füllung erkennen. So, dann dippe ich hier einmal ein. Heiß. Oh. Also so ein knuspriger Filo-Teig schmeckt so lecker. Weil der hat so ganz viele Schichten jetzt durch das Zusammenrollen. Und da wird eine knuspriger als die andere. Und die Füllung ist richtig schön würzig und sie ist vegetarisch. Man darf das natürlich auch mit Hackfleisch füllen und so weiter. Also da gibt es ganz viele kreative Ideen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht. Ein Abo wäre toll. Und jetzt könnt ihr gleich unser Video von letzter Woche sehen, und zwar unser Wintersalat. Und wir verlinken euch noch unseren Blätterteig, weil wir haben Blätterteigtaschen gemacht, die auch so richtig lecker geworden sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, Samstag, 12 Uhr. Und Rezept wie immer in der Infobox. Bis dann. Tschüss. Dann draußen ins neue Garten. Ich krieg's schon.